Oh, aber jetzt, meine Freunde, jetzt geht Monte richtig rein und gibt dir einen Uppercut! Alter, die hat ein Messer gezogen! Ah! Wow! Herzlich willkommen zu meinem ersten Sim-Stream, Alter. Und herzlich willkommen zum großen YouTuber Sim 4 Battle Royale! Hier sind alle Bots drin, ihr seht schon, meine Freunde. Rope, Macheten, Guns, Grilled Cheese. Grilled Cheese! Man kann auf jeden Fall eine Menge Sch*** machen. Ja, nee, schön mit dir zu spielen. Tobi wird das Ganze mit begleiten, Leute. Finde Sims Mucke ganz geil dabei, weil, Leute, gleich wird sich totgeschlagen gegenseitig. Das passt eigentlich ganz gut mit dieser freundlichen Musik. Bin mir nicht ganz sicher. Wir gehen rüber ins Tothaus, meine Freunde. Ihr seht das hier vielleicht schon. Wir haben heute in der Arena Julian Bam. Rizu, ja lol, ey. Katja Krasavic, Montana Black, Maudado, Zombie, Paluten, German Let's Play und Paluten. Aber meine Freunde, wir haben natürlich schon ein bisschen was vorbereitet. Da sind noch ein paar andere Leute, die mit in die Arena einsteigen. Sie sind alle hier in Unterhose. Alter, Monta hat einen richtig stabilen Bierbauch. Guck mal hier. Digga, was? Das sind seine echten Pets sogar. Süßer Booty, Alter. Hier haben wir Rizu. Hier haben wir vorne Katja, Leute. Katja sieht so krass nach Katja aus, oder? Voll die Geile. So heftig, Mann, wie sie aussieht, Alter. Guck mal, der links auch, ne? An der Wand. Wer ist das eigentlich? Das ist da rechts. Das ist eine Statue, Tobi. Oh. Dann haben wir hier vorne, meine Freunde, GLP Face gedickt. Alter, let's go. Dann haben wir hier noch. Hier sind da irgendwelche Randoms reingefahren. Sie hier. Wo du André gemacht hast, Junge. André Schiebler, den habe ich nicht gemacht. Der war schon so. Dann haben wir hier noch einen Random, der irgendwie hier ins Haus gelaufen ist. Dann haben wir hier Jan Meyer, Leute. Jengis ist, glaube ich, oben. Das ist Jengis. Und hier ist noch Kati von Dena. Aber ich weiß halt nicht, wo Dena ist, weil Dena ist nicht hier. Keine Ahnung. Oh oh. Und hier vorne ist noch Shirin David, Leute. Genau. Also leider habe ich es nicht geschafft, alle Leute, weil irgendwie war ich auch noch mit dabei in Sturmwaffel, aber irgendwie sind die nicht hier. Hier ist noch Maudado. Maudado ist noch hier, Leute. Ah. Hier ist noch Maudado. Ihr seht vielleicht, dass ich hier auf jeden Fall genügend Sicherheitsmaßnahmen getroffen habe, dass hier keiner rauskommen kann. Also das sollte auf jeden Fall nicht möglich sein, dass hier jemand rauskommt. Hier sind Zäune gezogen. Man kann das Grundstück nicht mehr verlassen. Chat, jetzt geht es an euch, ja? Jetzt müsst nämlich ihr quasi mit mir gemeinsam hier, also ihr seht ja auch hier im Chat, ja? Ihr schreibt mit die Storyline. Ihr müsst quasi jetzt den ersten Move machen. Wir könnten jetzt auf totale Anarchie gehen und sagen, alle bringen sich gegenseitig um. Finde ich ein bisschen langweilig. Deshalb, meine Freunde, würde ich gerne, dass jetzt das erste Mal etwas in den Chat geschrieben wird, was ein bestimmter Sim machen soll. Schreibt einen Sim in den Chat, meine Freunde. So, Monte und Casino. Katja töten. Okay, Leute. Gerade chillen noch alle. Wir können jetzt hier, ich nehme jetzt mal ganz kurz Paluten. Paluten für mich absoluter Massenmörder. Richtig. Paluten kann jetzt hier zum Beispiel hingehen. Mehr Auswahl. Extreme Violence. Und könnte jetzt hier theoretisch jemand mit einer Machete oder sowas, ne, also auf jeden Fall halt umbringen. Nice. Also Leute, es ist schon ziemlich brutal. So, aber es ist ein Battle Royale, okay? Es ist ein Battle Royale, Alter. Katja mit Monte. Katja mit Monte? Okay, alle schreiben Katja mit Monte, okay. Wollen wir wirklich so öffnen? Katja und Monte. Ja, André Schiebler hier gerade der Meinung, er müsste irgendwelche Sit-Ups machen vor einer anderen Frau. Das ja, passt mal wieder sowieso zu ihm. Das ist auf jeden Fall genau sein Charakter. Ups, wer ist er hier oben? Monte! Monte! Monte zockt einfach! Ja, Mann, Digga! Monte ist auf andere Art und Weise am Zocken, Alter! Katja geht jetzt erstmal hoch zu Monte, Leute. Katja geht hoch zu Monte. Katja geht hoch zu Monte. Monte gerade am Spielen, also. Monte ist gerade am Spielen. Das ist dein Gaming-Zimmer sogar, guck mal. Okay, wir sperren erstmal Monte und Katja in einem Raum ein, Leute. Fragen, ob Sims Single ist. Komm, wir lassen Katja und Monte mal ein bisschen miteinander flirten, Alter. Komplette Autistenparty hier gerade, die hier abgeht, Alter. Katja und Monte kommen sich näher. Katja und Monte? Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Shirin, du kannst hier nicht raus. Man kann das Haus nicht verlassen. Es ist eine Todesvilla. Man kann hier nicht raus. Das Feuer signalisiert Tod. Wieso ist Monte so fett? Das ist für fett. Keine Ahnung, Alter. Seid ihr der Meinung, Leute, dass Katja Monte umbringen sollte? Nee, andersrum. Sollte Monte Katja umbringen? Wollen wir so ein bisschen starten hier? Wollen wir so ein bisschen starten? Oder soll Monte hier einfach eine geben? Oder soll Monte und Katja sich erstmal boxen? Schreibt eins in den Chat, wenn sie sich erstmal prügeln sollen, Leute. Eins in den Chat für Prügelei. Es ist überall eine Eins drin. Es gibt die erste Schlägerei. Monte und Katja. Ich bin mit der falschen Familie hier. Ich kann gerade nur Katja steuern, also muss Katja leider Monte schlagen. Es geht nicht anders, Leute. Oh nein. Es geht nicht anders. Nein. Okay, Leute. Katja tritt jetzt Monte einmal zwischen die Beine, okay? Und er hat nichts. Oh nein, der arme Monte. Vorsichtig. Oh nein. Achtung. Nicht hier raus. Monte, nicht mitgehen. Leute, Monte. Wie geht? Alter, nein! Monte, geh nicht mit dir! Geh nicht hoch! Marcel, pass auf, die Alte ist verrückt! Digga, die lockt ihn echt weg, ne? Was machen die denn, Alter? Oh, jetzt kommt Rizu auch noch. Oh nein, Rizu. Oh nein. Oh nein, oh nein, vorsichtig. Oh nein. Ah!
Und das erfordert natürlich direkt einen Punch von Monte, meine Freunde. Montana Black kommt hier zurück mit einer unglaublich heftigen Attacke. Monte lässt natürlich nichts gefallen. Monte hat keinen Bock, sich von Frauen schlagen zu lassen, meine Freunde. Aber jetzt, meine Freunde, jetzt geht Monte richtig rein und gibt dir einen Uppercut. Schlägt richtig drauf. Montana Black schlägt dir gerade Katja Krasavitsch aufs ganze Gesicht, richtig, meine Freunde. Unglaublich krass, was sie gerade abgeht, meine Damen und Herren. Das hat mir nicht erwartet. Montana Black ist hier komplett echt in die Alter. Und jetzt geht sie einfach. Huch. Naja, gut. Alter, guck mal ihr Gesicht an. Hier ist man no hate, aber. Katja, Und Reese im Hintergrund im Spiegel. Über Shiri David auch noch da. Ja, Rezo heult natürlich erstmal, Alter. Dafür gibt's direkt einen auf die Fresse von Monte. Monte geht direkt auf Rezo, meine Freunde. Nein. Oh mein Gott, der hat gerade Monte. Hast du es gesehen? Ja, gerade, Zombie hat gerade Monte. Motorsäge. Okay, Punch Guts. Leute, das gibt einen richtigen Leberhaken jetzt für Zombie. Den hat er nicht anders verdient. Und Zombie kassiert jetzt hier direkt einen Leberhaken von Monte da Black, meine Freunde. Bam, Junge! Ja, Mann, Junge. Zwei Blondinen in einem Haus. Kann das gut gehen, Leute? Ist es Zeit für den ersten Mord? Eins in den Chat, wenn es Zeit ist für den ersten Mord, Alter. Eins in den Chat, wenn es Zeit ist für den ersten Mord. Soll Katja Krasavitsch über Shirin David herfallen? Chat ist sich relativ einig, meine Freunde. Wir gehen direkt rein. Voll in die Vollen. Es tut mir wirklich leid, aber einer muss hier raus. Vorsichtig! Okay. Achtung! Ob das nicht wehtut, man weiß es nicht. Gut. Und wir haben den ersten Toten, meine Freunde. Shirin David ist eliminiert. Sie ist raus. Moment, Katja hat sich nichts gefallen lassen, Alter. Julian Bam ist komplett aufgewühlt. Er weiß nicht wohin. Jetzt kommt Paluten und geht hier hin. Paluten ist glücklich. Paluten ist glücklich, wenn gemordet wird. Natürlich ist Paluten glücklich. Und Paluten sagt sich jetzt eins. Nicht mit mir. Jetzt reicht's mir. Ich schlag dafür Monte erstmal richtig in die Fresse, Alter. Monte ruft erstmal Mehmet an, Alter, dass gerade jemand gestorben ist. Mehmet. Ich möchte, dass Paluten anfängt zu schießen. Open Gunfire, habe ich gesagt. Ja, Mann! Oh. Und Paluten schießt wild umher, meine Freunde! Keiner weiß, was abgeht! Rezo denkt sich nur schnell aus dem Raum raus und ab dafür! Okay, Paluten, es reicht. Okay, Leute, die Lage scheint sich ein bisschen entspannt zu haben. Genghis hat sich hier gerade mit der armen, alten Alzheimer-Dame angefreundet. Aber natürlich hat GLP ein riesiges Problem damit, meine Freunde. GLP ist der Meinung, Frauen schlagen. Das finde ich geil. Und GLP, meine Freunde, geht hin und schlägt die Frau mit einem gegrillten Käse kaputt. Und die arme alte Frau weiß nicht, was ihr blüht. Alle heulen hier, weil jemand gestorben ist. Und jetzt kommt natürlich Manu, der komplette Psychopath, Alter, und bringt eine arme, hilflose Frau mit einem gegrillten Käse um. Er kann's nicht. Oh no. Er kann's nicht. Nichts zeigen lassen, Manu. Zieh durch, Manu. Oh nein. Nein! Angegrillten Käse, erstickt sie! Er erstickt sie! Alter, die arme Frau hatte Hunger und Manu hat es so wörtlich genommen und er lässt sie einfach am gegrillten Käse ersticken. Geisteskrank. Alter, Junge. Alle guten zu. So krank. André! Okay, da darf ich nicht hinkommen. Oh shit. Was denkt Cengiz über seine neu erworbene Liebe? Ich glaube, das war's an der Stelle. Manu, fang erstmal an, singen zu üben. Manu hat gerade jemanden umgemacht und fängt einfach an zu singen. Wer ist er hier eigentlich? Wer sind sie? Der hat die Augen offen. Wer sind sie? Was machen sie in diesem Haus? Oh, Alter. Oh, oh. Die streiten sich. Ape-Crime-Beef. Lull. Die streiten sich? Hä? Ich find's wie geil, wie keiner mit Kati redet. Hey. So, wo ist der Hausvermieter? Zombie, Alter. Zombie hat Blut gerochen. Ihm gefällt's gar nicht, dass hier oben dieser komische Mann Eric Lewis einfach ist, meine Freunde. Zombie rastet jetzt erstmal richtig aus, meine Freunde. Schlägt ihm einfach mal ins Gesicht. Oh, da kommt er, Leute, da kommt er. Oh nein. Eric Lewis, vorsichtig. Und in die Fresse rein. Und noch ein, und noch ein. Noch ein, Alter. Eric Lewis hat sich anders verdient, meine Freunde. Eric Lewis kriegt noch einen. Und dann kriegt er noch eine Backpfeife, weil Eric Lewis hier einfach in das Haus reingegangen ist, meine Freunde, wo ich hier hingehen wollte. Und noch eine auf die Fresse. Mord komm, dabei, gib ihm. Komm, Zombie. Komm, Zombie, hau raus. Der ist Knockout. Der hat Knockout bekommen. Der ist K.O. gegangen. Der hat K.O. gehauen. Der hat ihn einfach K.O. gehauen. Der ist eingeschlafen. Was? Katja, Monte, der da heult. Es ist Zeit, dich bei Monte zu rächen. Katja. Ganz ehrlich, Katja. Oh nein. Oh. Gib ihm, ja Mann, oh. Ja Mann. Und wir haben das nächste Battle, meine Freunde. Montana Black hier versus Katja Krasavitsch. Und Julian Bam kommt gar nicht klar. Und Monte hat hier, komm, Alter, die hat ein Messer gezogen. Alter, holy Leute, das ist natürlich jetzt, schon blöd gelaufen. Jetzt erstmal hier ein Selfie mit einem Messer machen. Der ganz wichtige Hase. So. Hallo, meine Freunde. Mein neues Tape ist bald draußen. Das kommt auf Instagram, Leute. Ein bisschen Brust mit drauf haben.
Perfekt. So, Leute, Rezo zweifelt hier gerade unheimlich. Rezo ist hier gerade unheimlich am Zweifeln. Ihr seht das hier. Rezo hat die Waffe schon gezogen. Der Trigger ist geladen. Und Eric Lewis denkt sich so, lauf. Run. Lauf, 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 lauf. Rezo wird sich Eric Lewis erschnappen. Oh nein. Rezo oh rennt nein. ihm hinterher ins Schlafzimmer. Oh nein, Eric Lewis. Boom, Headshot! Oh mein Gott, Digga! Über den Kopf! Über den Kopf von Paluten. Einfach ins Gesicht. Und Paluten denkt sich so, what the f***? Aber Rezo denkt sich so, holy f***. Man hat ihm einfach ein Headshot gegeben. Alter. Das war's an der Stelle mal komplett. Okay, Leute, dann reicht's jetzt Julian Bam mit dieser ganzen A-Prime-Geschichte. André, du bist raus. Du bist raus, André. Du bist raus. Julian Bam, nachdem er sich entleert hat und gepinkelt hat, geht der und... Er bringt's zu Ende, Leute. Er bringt's zu Ende. Julian Bam, erfülle deine Prophezeiung. Alter. Ekelhaft. Das war ziemlich gewaltsam, würde ich sagen. GLP ist immer noch am Singen und das nervt Rezo, weil GLP nicht singen kann. Geht Rezo jetzt hin und mordet ein zweites Mal mit dem Tod von oben. No? Okay, alle schreiben nein. Gut, okay. Wer muss als nächstes gehen, meine Freunde? Wir haben noch German Let's Play, Zombie, Katja, Maudado, Paluten, Julian Bam, Monte, Kati, Jan von Ape Crime und Jengis von Ape Crime. Und die Random-Frau hier. Und Random. Alle schreiben Kati. Mein Gott, Alter. Dann ist es jetzt an der Zeit, Paluten, meine Freunde, und Kati. Es muss passieren, es muss passieren. Kommt mit dem Tod von oben. Paluten stafft die Treppe widerwillig herunter. Nimmt sich ein Messer und springt. Oh! 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 Alter, was? Alter, was für ein Boss-Move, Paluten. Holy, Leute. Alter, oh mein Gott, Leute. Das war ja mal ein Overkill, Digga. Insane. Findest du geil, wie so schöne Musik läuft? Überall wird jemand umgebracht und Rezo denkt sich so, ich habe eben jemanden erschossen und tanzt einfach. Rezo ist es einfach egal. Rezo ist einfach komplett egal. Oh, was ist hier draußen? Ah, die Polizei. Oh, ja gut. Was sind das überhaupt für Polizisten, Alter? Wie sehen die aus? Wenn ihr mal einen Mord begehen wollt, baut einfach Zaun um euer Haus, dass eure Polizei nicht reinkommt. Kleiner Lifehack an der Stelle hier. Leute, Maudado ist mir viel zu entspannt. Maudado isst hier gerade sein... Currywurst Pommes. Standardmäßig. Das schmeckt, Alter, das ist lecker. Aber man sieht in seinem Gesicht, meine Freunde, es schlummert etwas. Schlummert etwas Böses, etwas Diabolisches. Schaut euch dieses Gesicht an, meine Freunde. Seht ihr diesen Blick? Seht ihr das? Das ist dieser Killerblick. Es gibt noch eine Person in dem Haus, die ganze Zeit am Heulen ist und nervt. Diese eine Person. Maudado geht also. Leisen Schritt, während die Dame noch am Pinkeln ist, ins Badezimmer. Und holt sich seine Machete. Maudado lässt sein Würstchen stehen und sie weiß nicht, was ihn erwartet. Die arme Frau schaut sich an. Sie ist hier nur zufällig reingelaufen in das Nachbarschaftshaus. Doch da kommt er, der kaltblütige Killer Maudado, schleicht sich auf sie zu. Und jetzt, meine Freunde, wird's ernst. Maudado nimmt sich die Machete, sticht einmal zu. Nochmal. Und nochmal. Und nun hat auch Maudado gemordet. Katjas Wunden scheinen zu verheilen, aber nicht die Wunden in ihrer Seele, in ihrem Kopf. Und wisst ihr was? Wenn es am meisten stört, GLP, dass dieser alte Mann hier immer noch rumläuft. Der nervt am meisten, der muss weg. Der wird auf jeden Fall jetzt mit einer... Na komm, wir geben ihm einen Baseballschläger. GLP will's nicht tun. Wir brauchen jemanden, der schon mal gemordet hat. Rezo, dem geht's gut, der ist selbstsicher. Rezo ist hier der leise Killer unter uns, Leute. Der hält sich auch gut raus aus der Sache. Rezo hat schon das dritte Mal gemordet, Alter. Ja. Es passiert. Rezo schlägt wieder zu. Dieser arme alte Mann hat er es verdient. Aber dann denkt er sich, ja Mann, ich war ein extrem guter Baseballspieler. Ist das unschön, Junge. Akane, ich weiß, das ist nervenaufreibend. Rezo denkt sich jetzt, nachdem er das gemacht hat, möchte er erstmal zeigen, was er kann. Rezo? Ju hängt die ganze Zeit mit dem Messer, da siehst du das. Ju hat richtig Bock zu morden, Alter. Ju hat einmal gemordet und hat die ganze Zeit das Messer in der Hand, Junge. Oh mein Gott, Rezo hat Geld bekommen. Der Tod schmeißt Geld auf Rezo. Der Tod schmeißt Geld auf Rezo. Katja muss natürlich erstmal twerken für Geld. Das ist ganz wichtig, Leute. Twerk for money. Ab in die Twerk-Ecke. Und da kommt GLP. GLP von oben bis unten bedeckt mit Scheiße und stinkt wie sonst was. Schaut Katja beim Twerken zu. Denkt sich so, nein, nein. Ich möchte nicht, dass das hier so weitergeht. Ich bin ein Christ und ich möchte nicht, dass Katja sowas weitermacht. Deshalb denkt sich GLP, meine Freunde, es ist an der Zeit für Katja abzutreten. Wer muss von den Anwesenden als nächstes sterben, Leute? Alle schreiben Rezo. Rezo und Monte. Einzel in den Chat, wenn Katja sagen soll, ich bin eine Powerfrau, ich lasse mir das nicht bieten. Chat, ihr schreibt die Storyline, ich bin da raus. Katja tut's. Oh nein. Was oh mein passiert? Gott. Sie sticht mehrfach zu, Leute. Sie sticht mehrfach zu. Schaut's euch an. Alter. Alter. Katja, du bist krank. Du bist krank, Katja, du bist krank. Monte ist nicht gestorben. Was? Monte hat überlebt! Was? Monte hat überlebt! Monte hat 20 Stiche in den Bauch überlebt!
Alter! Was hat der ist das? Katja steht da und fragt sich, was passiert? Joe ist gestorben! Joe ist gestorben! Was? Wie ist das passiert? Ich hab keine Ahnung, ey. Digga, was passiert hier gerade? Nein! Nein, Joe schläft nur! Er liegt nur in seiner eigenen Blutlache! Monte wurde verschont. Monte ist einfach unsterblich. Ich will da gar nicht drüber reden, Leute. Einen kleinen Friedhof bauen wir, Leute. Jeder soll ja seinen Platz bekommen. Ich würde da auch gerne liegen wollen. Nee, Moment. Erstmal F in Chat für alle Toten. Friedhof ist gebaut, Leute. Wir machen weiter. Alle schreiben Katja. Alle schreiben wirklich Katja, okay. Wir nehmen Abschied vom letzten weiblichen Mitglied dieses Hauses. Und es kann kein anderer sein als... Ja, Mann. Zombie. Zombie hat noch nicht gemordet. Verabschiedet euch von Katja. Und Leute, Sommel macht den Move, den Paluten eben auch gemacht hat. Er zieht den Finisher durch. Er zieht das Messer, schaut sich noch einmal um, rechts, links, denkt, kann ich so eine schreckliche Tat vollbringen? Schaut euch an. Schaut euch an, was Zombie hier macht. Ein Rückwärtssalto und springt in sie rein. Das war's mit Katja. Zombie spielt sich danach verspielt. Ganz unangenehm. Monte, oh, Monte liebte Katja und das bringt Wut aus ihm heraus. Perfekt. Leute, ich weiß, es ist hart, aber es muss passieren, Leute. Es muss passieren, es muss passieren, es muss passieren, es muss passieren. Es tut mir leid. Oh mein Gott. Das Messer geht durch den Bauch. Da liegt Zombie. Und Monte fragt sich, habe ich schon wieder gemordet? Monte wird erschossen, Leute, von Maudado. Und Maudado geht raus in den Garten. Vor den Augen von Paluten, es ist ein Komplott. Die beiden haben es geplant. Paluten sah niemals so aus, das kann ich bezeugen. Monte steht hier mit seinem Berner Würstchen und der Goldkette draußen, ahnt nichts. Doch was dann passiert, überrascht alle. Monte ist nun tot. Paluten und Maudado haben gemeinsam umgebracht. GLP kommt plötzlich in den Hof gelaufen. GLP rennt in den Hof und denkt sich, was ist hier geschehen? Es kann nicht wieder einer meiner Liebsten gestorben sein. Und denkt sich, mir reicht's. Ich fange an zu schießen. Es zerbricht sein Herz. Er kann nicht anders. GLP ist geisteskrank. Er versucht den Tod zu besiegen. Aber der Tod kann nicht. Maudado liegt nach dem Mord auf dem Boden. Und Maudado ist einfach gestorben. Nein! GLP hat Maudado erschossen. GLP hat aus Versehen Maudado erschossen. Nein! Nein! Monte liegt hier noch mit seinem Würstchenteller. GLP wollte es nicht. GLP steht hier also auf dem Friedhof und denkt sich, ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr, denkt er sich und macht, beendet es. Leitet sich die Pulsadern auf. Und wir sehen, wie GLP auf dem Friedhof zusammenbricht. Und das Zeitliche segnet. GLP hat sich das Leben genommen. Er konnte mit dem Schmerz nicht umgehen, dass er Maudado umgebracht hat. Wir haben noch Rezo und Genghis und Jan. Ja. Ich glaube, Rezo wurde auch erschossen von GLP. Ja, Rezo ist tot. Genghis und Jan. Die alten Apes. Oder die neuen Apes. Der Kern von Ape Crime, der überlebt hat. Rezo wird auch abtransportiert, Leute. Game over. Kann das wahr sein? Der letzte Sim, was diesem Haushalt ist, aus dem Leben geschieden. Wir haben, Leute, zwei Gewinner, Tobi, vom Battle Royale. Für sie. Es sind Jan und Genghis. Jan und Genghis haben diese Runde YouTuber Battle Royale überlebt. Verrückt, oder? Fortnite Victory Royale. Schaut euch dieses Haus an, Leute. Aber es gibt nur einen Ausweg für die beiden. Die haben das Haus gewonnen, einfach. Es gibt nur einen Ausweg für die beiden. Sie sind die traurigen Gewinner. Aber sie können dieses Haus nicht verlassen. Sie können dieses Haus nicht verlassen. Sie kommen mir nicht weg. Sie kommen mir nicht weg. Und Jan kann es nicht mit ansehen. Und sagt sich, auf Wiedersehen. Und damit hat Dena gewonnen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht. Ja, ey, Leute. Das war's von diesem wunderschönen Stream. Und diesem kompletten geisteskranken Format. Schreibt mir doch gerne mal, Leute, wie es euch gefallen hat. Ich würde sagen, es war auf jeden Fall interessant. War es gut oder nicht? Sollen wir das normal machen? Eins in den Chat, wenn ja. Das ist relativ offensichtlich, würde ich sagen. Das ist relativ offensichtlich, dass wir das normal machen sollen. Wir sehen uns morgen wieder mit hoffentlich einem Community-Event und mehr Minecraft, meine Freunde. Freut euch drauf, dieses Jahr kommen nur noch solche Streams. Haut da rein. Bis dann und ciao, ciao. Tschüsschen. Dankeschön fürs Zuschauen.